Hallo Lara Croft, ich bin Till Schweiger und ich bin jetzt dein Endgegner. Ich werde dich mit deutscher Weißwurst bewerfen. Oh Mann, die haben doch Honig im Kopf. Hallihallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zum neuen Format Let's Talk About, Hashtag vorläufiger Name. Bei mir ist heute der gute alte Buddy. Grüßt euch. Und der Marc Katze. Jawohl, ja. In diesem Format reden wir über viele Spiele und Themen, die euch, aber auch uns interessieren. Und unser erstes Thema wird sein, die gute alte Lara Croft aus dem Spiel Tomb Raider. Die geilste Eule der Spielegeschichte. Also, los geht's. Hüpfen, klettern, Rätsel lösen, schießen und das Ganze kombiniert mit großen Brüsten und einer guten Portion Sexappeal. Klingt nach einer guten Idee? Das dachte sich 1996 wohl auch Spieledesigner Toby Gard. Unter dem Titel Tomb Raider, das ist Englisch für Grabräuber, entsteht seit 1996 eine Reihe von Computerspielen aus dem Genre der Action-Adventures. Das Ganze dreht sich um die virtuelle Protagonistin Lara Croft. Ihr Schöpfer, Designer Toby Gard, vom britischen Entwicklerstudio Core Design, konzipierte sie als eine Art weiblicher Indiana Jones. Die auch außerhalb der Spielereihe populäre Hauptfigur und die Mischung aus Action und Adventure machten Tomb Raider zu einem der bekanntesten Spiele-Franchises mit zwei Verfilmungen, Romanen und Comicheften. Eine dritte Verfilmung wird momentan sogar gedreht. Laut Angaben des Entwicklers wurden rund 7 Millionen Exemplare des ersten Spiels der Reihe abgesetzt. Zahlreiche Ableger verkauften sich insgesamt 45 Millionen Mal. Was es mit der schönen, gefährlichen Brünetten auf sich hat und wohin die Spielereihe in nächster Zeit geht, das verraten wir euch jetzt im Talk. Miss Croft. Wir werden alle unserer Bestimmung folgen. Ja, mal Katze. Ja. Lara Croft, definier sie mal. Ja, heiß, ne? Dicke Brüste, kurze Hotpants, zwei dicke Wummen und jede Menge Kletter und Rätselspaß. Ja, das ist für mich Tomb Raider. Das damals auf PlayStation 1 extrem hart gesuchtet, den ersten Teil. Hast du den ersten Teil angefangen? Auf jeden Fall. Du? Ich habe mit dem ersten Teil nicht angefangen. Ich hab, ich muss mich outen in der Runde, ich bin wahrscheinlich der, der am wenigsten davon gespielt hat. Okay. Ich habe Tomb Raider 2 gezockt, da war ich vielleicht 7 Jahre alt oder so. Ich bin da immer in dieser Villa, wo man gestartet hat. Ja. Da gab es dann diesen Butler und in dieser Villa bin ich immer rumgesprungen, da gab es ein Schwimmbad, weiß ich noch. Und da gab es so eine Tiefkühltruhe. Und ich habe mich einfach da immer drin eingesperrt, weil ich das war witzig fand. Haben sich die Designer wahrscheinlich genauso gedacht, denke ich mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Muss ich aber also, auch sagen, du bist der Einzige, der den ersten Teil, glaube ich, gespielt hat. Ja, richtig. Also ist schon länger her, auf jeden Fall. Aber ich kann mich noch so an einiges erinnern. Zum Beispiel, ich weiß noch, dass so eine Steintür aufging oder so und auf einmal so ein brauner Haufen auf mich zurannte, was so ein Bär sein sollte oder so, ne? Natürlich damals auf PlayStation 1, ne, war die Grafik natürlich nicht so der Burner wie heute, wissen wir ja alle. Aber trotzdem, ne, das ist Nostalgie pur. Man hat gedacht, es wäre geil. Ja, ich fand die Grafik, ne, wenn man auch so alte Spiele mal ansieht, man dachte früher, ey, die sehen doch viel besser aus. Die hatte, also, Lara Croft hatte da einfach früher auch dreieckige Titten. Ja, so spitz, genau. Da hätte die so einen Sport-BH angehabt. Richtig. Und was ich cool fand, war, du konntest auch immer den einen Knopf für Schießen gedrückt halten und bist dann halt die ganze Zeit schießend einfach durch die Welt gelaufen. Mit der Doppelpistole. Bam, 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 bam. Ja. Du hast auch den letzten Teil, jetzt den neuesten gespielt. Den neuesten da haben sie ja die letzte Pistole, die kriegst du erst am Ende. Ja. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, wo sie wirklich mit beiden Knarren rumläuft. Ja, ja, wobei das 20 Jahre dann später war. Ja. Fand ich aber, also Lara Croft, Tomb Raider, eine sehr, ich finde, faszinierende Reihe. Ich glaube, das war so die mit einer der ersten Reihen, die so auch irgendwie in die Öffentlichkeit gekommen sind, ne? Mit Kinoverfilmungen und sowas. Ja, ja, das auf war jeden auch, Fall. Das war auch eine Pionierung, was Frauen als Actionheld angeht. Ja. Wenn ja. du überlegst, vorher gab es gar nicht so viele. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob es überhaupt so eine Figur Serious Sam. Serious Nee, Serious anderes. Was? Samus Aran hier. Metro Samus Aran, klar. Ja, Samus Aran wo ich war aber erst auch erst viel später gecheckt habe, dass das eine Frau sein soll, weil ich immer nur bei Super Smash Bros. Das Spiel gespielt habe. Wusstet ihr eigentlich, dass die Brüste nur so groß sind, weil sich die Programmierer vertippt haben?
dass das eigentlich auf 150% des eigentlich angedachten Brustwertes, der Brustindex nennen wir das immer, ist angewachsen. Und die männlichen Kollegen aus Core Design, aus dem Entwicklerstudio, die fanden das so toll, dass sie es einfach drin gelassen haben, diesen Tippfehler. Und deswegen hatte Lara so... Ja, aber hat sie ja heute nicht mehr, ne? Nee, heute haben ja rebootet die ganze Richtig, Sache. Heute haben sie alles wieder angepasst und... Ja, die Lara Croft im Vergleich zu damals sieht ja heute natürlich ja wesentlich besser aus, finde ich jetzt persönlich. Die alte war natürlich so eine, ja gut. Tittenbombe. Tittenbombe mit zwei Pistolen. Mehr Titten als, als Körper. Ich hätte zwei Bomben gesagt, das habe ich gedacht, du meinst die Dinger hier vorher. Nee, aber ich die meinte ich doch auch. Aber sie ist da noch jung, es kann ja sein, dass sie im zweiten Teil dann eine Chirurgie bekommt, weil das ist ja ein Reboot. Ja, das kann Was sein. Ich aber auch gut finde, dass gerebootet wurde, weil, wenn man sich die letzten Teile danach oder davor angeschaut hat, hier Tomb Raider Legend oder Underworld, die waren von der Wertung her, also GameStar und so was, die haben die alle komplett zerrissen. Ja. Irgendwie 60er-Wertung. Es war bei Tomb Raider The Angel of Darkness, glaube ich, das hat so eine schlechte Kritik bekommen, dass das Eidos. Eidos war Crystal Dynamics dafür angeheuert hat, das Spiel neu zu programmieren. Mhm. Und dann kam Legend. Irgendwas war da, aber das war auch nicht mehr so tipptopp, oder? Legend sollte zwar an die erfolgreichen Spiele anknüpfen, aber so toll fand ich es dann im Endeffekt auch nicht. So. War halt so der Wurm drin einmal, ne? Ja. Deswegen hat man da einmal komplett von neuem einmal aufgerollt. Bei der Ende dieses Jahres soll ja erstmal Xbox exklusiv und später auch für PC und PS4 Rise of the Tomb Raider rauskommen. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, auf jeden Fall. Das letzte Spiel war auf jeden Fall richtig gut. Mhm. Richtig, richtig gut. Ich habe das auf jeden Fall gerne gespielt. Fand das auch mit der Steuerung und mit dem Klettern und alles war cool gemacht, einfacher gemacht, weil das war in den alten Spielen meistens so eine Tortur, weil die Alte nicht dahin gesprungen ist, wo sie hinspringen sollte. Wie nervig das immer war, ne? Ja, das war den Frauen aber immer so, die gehen nie dahin, wo du willst. Wenn du willst, ja. Ich kann mich noch erinnern, wenn du dann immer so Kletteraktionen hattest, die so ein bisschen länger dauern und dann hattest du fast geschafft. Und dann kurz vor Ende kommst du irgendwie auf der Tastatur oder die nimmt die Richtung nicht an und dann springt die einfach ganz woanders. Ja, und dann landest du zum Beispiel in der Tiefkühltruhe. Und dann lande ich in der Tiefkühltruhe. Ich habe Tomb Raider 1, also ne, PlayStation 1 Zeit, da war ich so in der Grundschule, das war so Grundschulzeit. Und das war dann so, ich habe das Spiel gespielt und irgendwann kam dann auf Viva, ne, kennen ja noch alle. Beste. Kam auf einmal das Lied von den Ärzten, Männer sind Schweine. Und da war Lara, und da war Lara Croft mit in diesem Video. Das habe ich so gefeiert. Das war das erste Mal. Es sieht für heute total scheiße aus, ne? Aber es war der Hammer. Es war wirklich gut. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich in so einem Musikvideo was mit Gaming gesehen habe. Was Nick gesagt hat, das war so Pioniersarbeit. Ja. Ne? Das war das erste Mal, dass irgendwie so Computerspiele in den Blick der Öffentlichkeit, sagen wir mal, gerückt sind. Fand ich eine richtig coole Sache. Und auf jeden Fall. Zieht sich ja bis heute. Und, ja, good to know. Es wird momentan eine dritte Verfilmung von Tomb Raider geplant, diesmal aber nicht mit der Angelina Jolie, sondern mit einer neuen Schauspielerin. Ja. Da fällt der Name nicht ein, wird auf jeden Fall gut. Also die Story dahinter ist ja junger Indiana Jones. Ja. Oder die Serie, die jetzt auch bald kommen soll. Webserie. Diese Webserie, die auf Rise of the Tomb Raider aufbaut, beziehungsweise vorbereitet, die so die Kluft zwischen ersten Tomb Raider jetzt im Reboot und dem zweiten, dem neuen erschienenen Teil. Wäre das dann sowas wie bei Assassin's Creed oder was? Soll dieses Jahr rauskommen, aber also auch mit realen Schauspielern, ne? Jeder kennt ihr Halo Nightfall? Sagt euch das was? Ja, habe ich schon mal gehört auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht gesehen. Das spielt nach Halo und ungefähr so ist das aufgebaut. Das heißt, es ist keine riesen Publikation und die Sachen werden auch nur, oder sollen nur 10 bis 15 Minuten lang werden, aber alles real verfilmt und wirklich gut inszeniert. Ich bin da echt gespannt drauf. Ich bin gespannt drauf, wen die als Lara Croft nehmen. Ja, ich auch. War damals auch das Karrieresprungbrett, oder? Von Angelina Jolie? Ja, also die Filme, die waren... Also ich muss ehrlich sagen, ich fand die echt nicht schlecht. Ich fand auch die Angelina Jolie als Lara Croft auch nicht falsch ausgewählt. Nee, die sah ja so aus wie die Alte. Ja, genau. Die Titten. Ja gut, die Titten, das war ein bisschen, ne? Ich musste nachgeholfen werden. Ich glaube, wir sagen zu oft Titten, das ist voll die ja, das ist die Männerquote, die nach oben getrieben wird. Ja, die Frauen. Piepshow ist das hier. Wir zeigen dir immer mal süße Katzenbabys. Nein, natürlich nicht. Ich meine, viele Frauen, denke ich mal, fanden das aber auch total positiv, mal eine Frau zu spielen. Ja, das ist sogar das... Viele Frauen meinst du, eine Frau zu spielen? Ja, als guck mal, du bist als Mann die ganze Zeit als Mann unterwegs, kannst dich ja besser mit identifizieren als mit einer Frau sozusagen. Ach, du meinst so? Ja. Ja, aber als eine Frau, die dann, was weiß ich, jahrzehntelang immer nur männliche Helden gespielt hat, ne,
dann hast du auf einmal eine Frau da, die tapfer ist, die vielleicht auch so ein neues Frauenbild mal emanzipiert da eingeführt hat, wo alle Schwarzer feiern würden, so ey, yeah, krass, die Alte hat's voll drauf. Ich denk mal, für eine Frau ist das auch ganz cool. Auf jeden Fall, und Tomb Raider hat ja auch sowieso eine außergewöhnliche hohe Quote an weiblichen Fans. Und wenn ihr jetzt unter unseren weiblichen Zuschauern, sag ich mal, wenn ihr auch ein Fan von Lara Croft seid, könnt ihr da gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr auch mal in die Tiefkultur gegangen seid. Ja, wisst ihr. Wahnsinnig animiert. Also ich muss auch sagen, ich hab die ersten beiden gespielt und danach war irgendwie Pause. Doch, auf der PlayStation 2 gab es noch einen, den ich gespielt habe. Das war, glaube ich, Tomb Raider 4. So, und dann war es das. Und dann habe ich erst wieder auf der Xbox 360 Tomb Raider Underworld gespielt. Und das war wieder so ein... Teilweise ganz cool von Gegnern her und so. Mit der, da gab es so eine Situation, da war so ein Riesenkrake und so, ganz cool gemacht. Aber irgendwie war dann die Luft raus. Vor allen Dingen, weil ich dann in einem Level einfach nur mit einem Moped die ganze Zeit im Kreis gefahren bin und einfach nicht weitergefunden habe. So, ich habe wirklich alles abgesucht. Das muss irgendwie so ein Fehler gewesen sein. Klar, es liegt am Spiel. Es liegt nicht an dir. Nein, ich bin nicht zu blöd, Spiele zu spielen. Nein, es kann natürlich auch an mir gelegen haben, dass ich das einfach nicht gefunden habe. Dann habe ich es einfach sein lassen. Ja. Und jetzt steht es einfach in meinem Regal. Weißt oder wisst ihr, das ist auch da, ich glaube, das haben wir auch vor der Einführung gesehen, ist auch Spieleportierung selbst auf dem Game Boy Advance gab? Ja. Ja, und auf dem Game Boy Color 2 Stück. Ja, Game Boy Color gab's, also es ist unglaublich, auf wie vielen Plattformen das aussieht, dass es so groß ist, ne? Nebenbei, wie so von ganz vielen Spielen, gibt's auch Romane und Comics, die unter anderem von Panini oder Dark Horse oder so rauskamen und so ein bisschen Nebenstory erzählen. Hab ich persönlich nicht gelesen. Finde ich aber klasse, dass das so wieder dieses Öffentlichkeitsding. Sogar, es gab sogar in manchen Comics so Crossovers mit anderen Comic-Stars, Comic-Helden, die jetzt nichts mit Tomb Raider oder so zu tun haben, die sich dann aber irgendwie in den Comics so getroffen haben, ist ja klar, so dieses Crossover. Wird immer gerne machen. Weißt du, was richtig geil wäre? Nathan Drake und Lara Croft, also Uncharted. Ja. Die meisten werden die Uncharted hoffentlich gespielt haben, wenn ich dann nachhole. Auf jeden Fall. Ne? Und das ist ja auch eigentlich das gleiche Genre wie Tomb Raider. Genau das gleiche, nur... Nur als mit dem männlichen Bruder. Die beiden in einem Spiel, so in einem Koop-Modus, das wäre geil. Und dann noch so ein bisschen, der eine macht sich über den anderen lustig und so. Und die beiden, keine Ahnung, der eine will der bessere Schatzjäger sein oder so. Und dann ein Wettlauf sozusagen. Das wäre so ein Schatz. Coole Sache, aber ob das kommen wird... Glaube ich nicht. Ist ja, also, wenn du momentan die Entwicklung siehst, das Entwicklerstudio von Tomb Raider, auf jeden Fall, die haben ja jetzt momentan Exklusivverträge mit der Xbox. Ja. Ne? Leider Gottes. Ja, Microsoft, wenn du das siehst. Wenn du das Microsoft siehst, Bill Gates. Nein, das ist das Scheiße, der Zug von dir. Und Uncharted ist ja Sony. Ja. Ne? Also, dass das mal kommen wird, das wird bestimmt noch einige Jahre dauern. Ja, Sony macht das ja in letzter Zeit gerne, seine Rechte dann doch für eine Cross-Promotion abzugeben. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Aber ich bin ja geübt drin. Das war ja. Aber es ist ja eigentlich. Ist nicht Tomb Raider jetzt für die Xbox exklusiv rausgekommen, weil die Verkaufszahlen so scheiße waren? Ich glaube, also die Verkaufszahlen waren scheiße. Es hat sich im Nachhinein jetzt von einem neuen Teil gut verkauft, so wie ich das mitbekommen habe. Aber es wird gemunkelt, natürlich nicht offiziell, dass Microsoft einfach gesagt hat, wir haben da eine riesenstarke Spielemarke, prinzipiell rein hypothetisch, und haben da einen Batzen Geld hingelegt und gesagt, so, der erste Teil wurde jetzt nicht so gut gekauft, es hat sich aber so jetzt rumgesprochen, dass das echt geil war, jetzt sind die gleichen Jungs da dran, jetzt geben wir denen einen Haufen Kohle, damit da ein halbes bis ein Jahr früher Rise of the Tomb Raider auf der Xbox One erscheint. Die netten Herren von der Xbox dürfen vorher spielen. Finde ich nicht fair. Nee, auf keinen Fall. Nee. Lara Croft ist eigentlich Kult. Cool, ja, natürlich, ne? Das ist auf jeden Fall Kult und muss auch eigentlich, also ein Teil muss bei einem im Regal stehen. Also das braucht auf jeden Fall einen Platz. Ja, wenn nicht, dann vergraben, geht euch vergraben. Nein, natürlich Nein. nicht. Aber kauft das letzte auf jeden Fall. Das ist jetzt momentan für 9 Euro noch was. Wo kriegst du jetzt dein Geld für Werbung? Wo kriegst du mein Geld? Hallo? Kriegst du das Geld von? Hallo? Geld für Werbung? Microsoft! Nee, also auf jeden Fall. Ich finde, es ist so eine Sache, wenn man intensiv mal gespielt hat, und dann sollte man da auch mal reingeschaut haben, egal welcher Teil das ist. Ja. Die Spielmechanik ist selbst bei den älteren Teilen ja immer noch aktuell. Es macht Spaß. Ne? Richtig, ja. Gab es nicht auch diese, ich meine, die dritte Perspektive wurde auch mal verlassen in diese 2D-Spiele, ne? Ja. Tempel des Osiris? Genau, und Guardian of the Light, glaube ich, oder so. Die zwei Teile.
Guardian of the Light irgendwie vorletztes Jahr und Temple of Osiris noch dieses Jahr. Aber die habe ich nicht gespielt. Ich weiß nicht, also ich habe das. Das hat auch für mich irgendwie nicht mit Tomb Raider zu tun. Also diese Sicht. Ja, genau, diese Vogelperspektive. Ja, man braucht man irgendwie. Also nicht. Es war irgendwie, als würde ich eine Diablo-Mod von Tomb Raider spielen. So war es ungefähr. Ich muss sagen, ich finde es interessant. Vielleicht einfach, um den Ausschnitt besser zu gucken von oben. Ja, wenn du zoomen kannst, dann heißt das, das trifft dich jetzt, glaube ich, wieder in die andere Richtung ab. Nee, also auf jeden Fall mal zusammenfassend zu sagen, Tomb Raider ist eine tolle Spielmarke. Auf jeden Fall. Die auch mit einer der ersten in die Öffentlichkeit geschafft hat. Mit einer sehr nett anzusehenden Frau und als Sprungbrett von Angelina Jolie. Verkörpert in einem Film quasi. Ist cool gemacht auf jeden Fall. Auch die Story in den Filmen fand ich echt klasse. Auch auch der zweite Teil Wiege des Lichts. Lebens. Mit Jerry Butler und Til Schweiger als Bösewicht. Übrigens. Genau, echt? Genau, richtig. Til Schweiger, da fand ich nicht so gut den Film. Scheiß Film. Scheiße. Til Schweiger. Lara Croft. Hallo Lara Croft, ich bin Til Schweiger und ich bin jetzt dein Endgänger. Yeah. Ich werde dich mit deutscher Weißwurst bewerfen. Oh Mann, die haben doch Honig im Kopf. Auf jeden Fall wurde diese Wiege des Lebens wurde, glaube ich, verfilmt aufgrund eines Romans, der geschrieben wurde. Und nicht da wurde zwar ein bisschen Spieleinfluss, aber hauptsächlich ging es um den Roman, der geschrieben wurde. Ich fand den ersten Teil aber besser, ehrlich gesagt. Nicht wegen Til Schweiger, aber ich kann nicht. Also im Kopf. Der war mit Daniel Craig aber irgendwie, glaube ich noch. Ja, der Bond-Darsteller heute damit. Ich fand den ersten Teil, der hat mich echt weggehauen. Ja, den fand ich auch echt gut. Es war einfach was Neues. Ich glaube, davor das Jahr kam Final Fantasy, der Film. Das war diese erste computeranimierte Film. Ja. Der war nicht toll, der war aber cool und sowas, war aber auch ein Computerspiel. Und dann so eine Echtverfilmung von einem Computerspiel. Genau. Glaube ich, Tomb Raider war das erste, was ich da so gesehen habe. Und ich fand den so... geil! War das 2001? War 2001 oder so? Ja, so in dem 10, ich war 11, ich fand's geil. Man hat sich's angesehen, auf jeden Fall. Definitiv. Und wir wissen ja alle, wie schnell so eine eine Spielverfilmung in die Hose gehen kann. Und da muss man echt sagen, haben Far Cry mit Til Schweiger übrigens auch. Uwe Boll Film. Das ist eine Schande für die Gaming-Welt, eine Schande. Was macht der genauso? Wenn er genauso denkt, dann bitte Hashtag Til Schweiger unten in die Kommentare. Das ist ja schlimm jetzt. Dreht das ja schon Richtung Filmkritik von Til Schweiger und Uwe Boll. Genau, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Vor allem nicht Uwe Boll, mein Liebster. Buch habe ich jetzt noch nicht davon gelesen. Vielleicht in Zukunft mal, aber ich glaube eher nicht. Kauft euch mal so einen Tomb Raider Roman. Obwohl wir es nicht gelesen haben. Aber kauft das einfach mal. Kauft euch das einfach mal. Dann wieder Geld machen und wir Werbung machen. Wo ist wieder hier? Geld so, und Werbung. Ja, gibt es noch was zu sagen? Möchtest du vielleicht noch eine Liebesbotschaft an Lara Croft schicken oder so? Lara, sollte es nicht wirklich geben, wenn du das siehst. Es tut mir leid an meine Freundin, aber du bist sehr attraktiv und ich möchte dich gerne näher kennenlernen. Ja, Makatze denke ich mal auch, aber Makatze hat nicht so einen tollen Bart wie ich, oder? Ja, danke schön dann für die Runde, ne? Ja, war auf jeden Fall gemütlich. Hat Spaß gemacht. Hat der Kaffee auch gut geschmeckt? Ja, ich habe aber langsam kalt, Leute. Ne? Da musst du mal ein bisschen schneller trinken. Ja, wenn ihr noch Anregungen habt, Ideen habt, Lara Croft und Tomb Raider selber gespielt habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Und das war's jetzt von der ersten Ausgabe Let's Talk About, Hashtag vorläufiger Name, Hashtag Til Schweiger. Ja, Mann. Das nächste Thema wird sein E-Sports, da werden wir gerne drüber reden wollen und zwar auch mit euch. Also wenn ihr was über E-Sports sagen möchtet, wenn ihr da Erfahrungen habt, selber gespielt habt, vielleicht in der Liga, dann schreibt es auch mal in die Kommentare oder macht ein Video und schickt es uns, das werden wir dann in der nächsten Folge unterbringen. 30 Sekunden Clip oder was auch immer kurz schicken, indem ihr mal sagt, was ihr so von E-Sport haltet. Vielleicht haben wir auch einen Gast dabei. Dann war es das von hier aus. Wir sehen uns. Bis dann. Jo.